Welche gesundheitlichen Risiken bringen Solarien mit sich und kann ein Solarium auch unsere Vitamin-D-Konzentration in die Höhe treiben? Mehr dazu in diesem Video, bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert, Apotheker und Gesundheitsunternehmer aus Köln. Mit Solarien versucht man, unsere Sonne künstlich nachzubilden. Auf der einen Seite für die Sonnenanbeter, also für die, die gerne braun durchs Leben gehen, aber auch seit einiger Zeit durchaus, um die Konzentration von Vitamin D entsprechend in die Höhe zu treiben, weil Vitamin D natürlich in aller Munde ist. Es wird viel über Vitamin D gesprochen und da liegt es doch nahe, dass auch die Solarienbetreiber diesen Trend für sich nutzen und sagen, kommt auf Solarium, um Vitamin D zu produzieren. Aber was ist da tatsächlich dran? Bringt das etwas? Und dafür müssen wir erst einmal verstehen, woraus besteht unser Sonnenlicht und wofür ist das Sonnenlicht dann auch in unserem Körper, in unserer Haut verantwortlich. Es sind vor allen Dingen die UVA- und die UVB-Strahlen, die das Sonnenlicht ausmachen. Die haben unterschiedliche Einflüsse. Die UVA-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein, die UVB-Strahlen nicht ganz so tief. Schauen wir uns die UVA-Strahlen an, kann man an dem A sich ganz gut merken. Hautalterung ist hier das Thema, also ist für Alterung, schnellere Alterungsprozesse zuständig. Für hautallergische Reaktionen, gerade in Verbindung mit Kosmetika und so etwas, wenn man damit sich in die Sonne begibt. Es findet zwar eine kurzfristige Bräunung statt, allerdings ist die nur sehr oberflächlich und verschwindet auch schon nach einer Stunde fast wieder, weil keine Pigmentierung in der Haut stattfindet. Durch das tiefe Eindringen dieser Strahlung kann UVA vor allen Dingen aber auch erbgutschädigende Wirkung haben. Es entstehen viele freie Radikale, die abgefangen werden müssen. Und die UVA-Strahlung ist dafür verantwortlich, dass schwarzer Hautkrebs langfristig entstehen kann. Und zum Abschluss, um dann auch auf das Vitamin D zu kommen, UVA produziert kein Vitamin D. Schauen wir uns UVB an. Wie gesagt, geht oberflächlicher, nicht ganz so tief in die Haut, ist, das kann man sich auch an dem B wieder sehr, sehr gut herleiten, für die Bräune und für den Brand, also den Sonnenbrand verantwortlich. UVB-Strahlen ist auch verantwortlich für die Vitamin-D-Produktion, schon vorab gesagt. Erbgutschädigung ist hier nicht ganz so das Thema, weil diese Tiefe nicht entsteht. Es entstehen auch weniger freie Radikale durch UVB-Strahlung. Und die Krebsart, die durch UVB hervorgerufen werden kann, ist vor allen Dingen der weiße Hautkrebs. Also wir brauchen für die Vitamin-D-Produktion den UVB-Anteil. Allerdings haben früher die Solarienhersteller sich vor allen Dingen auf den UVA-Anteil konzentriert, weil man wollte ja vor allen Dingen auch den Sonnenbrand von den Sonnenbänken wegkriegen, weil ja, wäre natürlich blöd, wenn die Kunden nach einer Viertelstunde anfangen, da mit Rötungserscheinungen rauszukommen. Also hat man sich auf UVA versteift und konzentriert und diesen Anteil in die Höhe gefahren und UVB fast vollständig rausgefiltert. Die moderneren Anlagen haben mittlerweile durchaus einen höheren UVB-Anteil auch mit in ihrer Ausstrahlung von den Lampen. So 2-3% UVB-Anteil braucht es, damit vernünftig Vitamin D produziert werden kann. Hier müsste man sich allerdings dann tatsächlich beim Anbieter erkundigen, wie die Anteile der Strahlung sind. Der UVA-Anteil ist immer noch ungefähr 3-mal so hoch wie im natürlichen Sonnenlicht. Also wir gleichen zwar mittlerweile auf den Sonnenbänken die Lichtintensitäten in Richtung Sonnenlicht ein, aber ja, es ist immer noch nicht dasselbe und somit kann man auch schon den Schluss hier ziehen, immer noch dreifach höherer UVA-Anteil, Hautalterungsprozesse, Prozesse vor allen Dingen in der Erbgutschädigung haben wir ganz klar über die Sonnenbänke und da wir ja wissen, dass die Sonne durchaus zu diesen Prozessen führen kann, wenn sie zu stark, zu intensiv auf uns scheint und in auch zu hoher Anzahl im Jahr, dann gibt es hier langfristig einfach Probleme und es gibt so eine Faustformel, der eine sagt 30 bis 40 Sonnenbäder im Jahr. Bei anderen liest man dann bis zu 50 Sonnenbäder im Jahr. Natürlich kann man das nicht unbedingt so
pauschal und exakt festlegen, aber ihr findet da schon eine ganz gute Tendenz. Also wenn man die Mitte zwischen den Werten, die man liest, nimmt, sind wir bei 40 Sonnenbäder im Jahr. Und das ist sowohl auf natürliche Sonnenbäder als auch auf künstliche Sonnenbäder unter der Sonnenbank gemeinsam gemünzt. Da weiß man dann ganz schnell, wenn man schon mal so 14 Tage oder vielleicht sogar 21 Tage im Sommerurlaub irgendwo im Süden ist, da ist natürlich schon ein Großteil weg, gerade wenn man da auch stundenmäßig extrem viel dann in der Sonne ist. Also viel Luft bleibt da eigentlich nicht mehr. Ich kann zum reinen Bräunen die Sonnenbank eigentlich überhaupt gar nicht guten Gewissens empfehlen, würde auch tatsächlich keinen Hautarzt empfehlen. Und das liest man entsprechend auch in der Literatur, weil das Krebsrisiko einfach deutlich erhöht ist. Zur Vitamin-D-Produktion und wenn man sagt, okay, ich brauche das vielleicht auch so ein bisschen fürs Gemüt, gerade in den Herbst-Wintermonaten, um so ein bisschen diesem Winterblues zu entkommen, wo ja auch das Vitamin D einen Einfluss drauf hat, aber vielleicht auch die Wärmewirkung dann, die durch die Sonnenstrahlung ausgerufen wird, dann kann man vielleicht noch sagen, okay, informiert euch über die Strahlung, nicht öfters als alle 14 Tage reicht vollkommen aus, um da Vitamin D so ein bisschen auch in Gang zu bringen. Aber ich bin da, wie gesagt, eigentlich nicht der Überzeugung, dass wir dafür die Sonnenbänke nutzen sollten, sondern dann eher die Vitamin-D-Zufuhr über eine gescheite Nahrungsergänzung, weil wir da die ganzen Risiken ausgeschlossen haben, die die Sonnenbänke entsprechend auf unsere Haut dann bewirken können. Hautärzte empfehlen zwar hier und da die Sonnenbank auch mal für starke Akne-Problematiken. Das kann man nicht pauschal sagen, aber das hört man doch immer wieder. Das sollte definitiv mit dem Arzt abgesprochen werden und man sollte da nicht auf eigene Faust sagen, ach, ich habe da mal gehört, Sonne soll helfen und Sonnenbank soll helfen bei Akne und nutze das Ganze. Klar muss sein, Sonnenbank für Kinder unter 18, also auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verboten in Deutschland. Darüber hinaus ist man dann natürlich selbstverantwortlich. Es gibt allerdings Studien, die gezeigt haben, dass die regelmäßige Nutzung von Sonnenbänken durchaus bis zu einem Alter von etwa 34, 35 Jahren dazu führt, dass dann im höheren Alter ein höheres Risiko für Hautveränderungen, krebsartige Hautveränderungen besteht. Somit kann man sagen, seid vorsichtig mit der Nutzung von Sonnenbänken. Nutzt lieber mal die natürliche Sonne, 10, 15 Minuten maximal vielleicht mit entkleideten Armen und ein bisschen mit dem Gesicht. Dann habt ihr ausreichend ausreichend Vitamin-D-Produktion, wenn die Sonne im richtigen Winkel steht. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht zum Vitamin-D. Schaut euch das gerne nochmal an, wenn ihr hier nähere Details auch haben wollt. Fazit: Sonnenbank eher meiden. Vitamin D ist wichtig, aber seltener bitte über die Sonnenbank, sondern besser über Nahrungsergänzungsmittel. Dann, wenn ihr die natürliche Sonne ja nicht ganz so oft seht, dann solltet ihr dazu greifen. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch einen ganz guten Überblick auch über dieses Thema geben können. Ansonsten offene Fragen bitte immer in die Kommentare rein. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss.